Also jetzt nicht so Himmelsblüten oder sowas, sondern vernünftige Gewächse, die wir mitnehmen können. Hier ist auf jeden Fall noch altes Loot. Oder Altärloot. Ach, du machst hier noch Pause zwischendurch, oder was? Da kann ja meine Oma schneller laufen als du. Hallo. Und die hat zwei kaputte Knie. Ach so, ich laufe hier falsch. Nein, oh, jetzt lenkt er uns. Hilfe, ich muss hier. Ich wollte ihn doch überholen noch. Na, so schaffe ich es natürlich nicht. Mist, jetzt ist er doch zuerst da und jetzt sieht es so aus, als wäre er doch ganz der Gute. So, Hauptmann. Danke, dass ihr das Neumondlager wiederhergestellt und uns geholfen habt, die Tuater zurückzuschlagen. Nun liegt noch eine letzte Herausforderung vor uns. Ja, Ich was bin denn nun keine noch? große Anführerin. Ich kann meinen Soldaten nicht die Inspiration vermitteln, die sie brauchen. Aber der Belagerungsbrecher kann es. Sprecht zu ihnen, motiviert sie zu Großtaten, dann überleben wir das alles vielleicht. Ihr habt eine Rede erwähnt? Ja, wenn ihr zu den Truppen sprechen könntet, würde es das Feuer wieder entfachen, das tief in ihren Herzen immer noch brennt. Sie vertrauen euch, Held. Führt sie an. Wieso soll ich die denn jetzt anführen? Habt ihr nichts Wiedersehen. zu tun? Hallo. Okay, dann stellen wir uns mal hier oben hin Was ist? und halten eine Rede. Heute wird abgerechnet. Wenige von uns werden überleben. Das finde ich, ist ein sehr schöner Anfang. Dies ist unsere Schicksalsstunde. Nein, heute wird abgerechnet. Und das Böse erhebt sich. Wir werden kämpfen und sterben? Nee. Was ist denn hier? Ist das kaputt irgendwie? Oder? Hier sieht man nichts. Eben stand ich auch da unten und hatte irgendwas erzählt. Keine Ahnung. Wir sind zum Siegen, verdammt. Wir kämpfen für Kanwen. Denn wer kann, der kann. Oh, letzten Angriff zurückschlagen. Irgendwo scheint hier noch irgendwo Gegner in der Gegend rumzuliegen. Hallo? Verdammte Alpha. Wenn Sie uns nicht bezahlen können, sollten Sie auch nicht Haltet die erwarten, Augen dass wir offen. für Sie kämpfen. So, damit ist der schon mal den. Blutet für mich, Sterblicher. Was sind das hier plötzlich so alles so? Habe ich keine Framerate mehr oder soll das so sein? Ist das Zeitlupenkampf? Sieht so aus, als wäre es das, ne? Bei so vielen Gegnern scheint die Framerate wirklich ans Einzubrechen. Hallo? So. So, damit ist der auch durch. Hallo? Hallo? Ja, könnt ihr mich mal bitte hier nicht alle gleichzeitig anquatschen, wenn ich hier gerade am Kämpfen bin? Also wir alle. So, ist hier noch irgendwo ein Gegner? Irgendwo Hallo? einer ist. Da ist doch einer. Ja, hallo, hallo, hallo. Hilf mal mit hier. Sag mir immer Hallo. Der Söldner. Der Söldner Was ist? Kane. Wo ist denn, da bist du? Ich kann euch nicht genug danken. Mögen eure Reisen sicher sein. Und vergesst nicht, im Neumondlager trefft ihr immer auf Freunde. Wieso bleibt ihr jetzt hier und kämpft nicht mehr weiter, oder was? Wir stehen in eurer Schuld. Ja, steht mal lieber nicht auf meinem Mantel. So, dann, ja, dann hätten wir das schon mal geschafft. Ach so, warte mal, wir können doch mal jetzt hier auch noch mal schnell unsere Sachen reparieren lassen. Dann müssen wir das nämlich nicht Hallo. nachher machen. Hallo. Oh, was ist das für eine Truhe? Heiltränke. Zwei an der Zahl. Nehmen wir mit, weil, sehr gut.
So, wo ist sie denn? Bist du das, Mädel? Anella! Hey, Anella! Was ist? Wieso kann ich nicht mit dir reden? Wem guckst du denn dazu? Gesoffen oder was? Ich will mit dir reden, aber es geht nicht. Ich drücke F, aber... Okay, jetzt vielleicht? Nee. Ja, können offensichtlich unsere Waffen nicht... Bedingsen hier... Moment, Prismäre-Dolche? Also erstmal Goldmünzen. Was können die? Die haben 32 Körperschaden. Guck mal hier, 119. Und guck mal da, 89. Das nehme ich doch nicht mit. Wie geht es euch? Ja. Was mit dir? Verdammte Alpha, hallo? Verdammte Alpha, hallo. Was ist denn hier los? Hallo. Hallo. So, sie klatscht immer noch, aber ich kann mit ihr nicht reden. Kann ich das selber reparieren, da, wenn ich da so hingehe? Wir sind ja jetzt nicht so der, nee, ich kann nur herstellen oder zerlegen. Das ist ja doof. Ach komm, dann machen wir einfach damit weiter. Wird schon nicht so schlimm sein. Dann nehmen wir noch Glutaugen mit. Wir haben ja noch ein paar Reparaturkits. Aber das ist ja... Oh, guck mal hier, wir haben ja noch schwarzen Korosch. Aber das ist ja... weiß ich nicht. Das ist ja nicht so nett. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch einen alten Waffenständer. Ja, da ist aber nichts Vernünftiges bei. Dann haben wir hier noch einen kraftstrotzenden Stab. Wenn du weißt, was ich meine. Oh, das war einmal zu viel. Und, ach, warte mal, wir haben doch diese Dings bekommen. Die Augen Tiernochs. 38 Körperschaden. Und die Krallen des Löwen machen wie viel Schaden? 89. Ach, das sind Dolche, das sind Feinklingen. Ach ja, Chakrams der Präzision. 31 Körperschaden? Nee. Chakrams der Präzision hatten wir ja geschenkt bekommen. Aber so richtig hauen die ja nicht rein. So, spawnen jetzt hier schon wieder irgendwelche Gegnerchen? Muss ich mich hier mit dem Fußvolk immer wieder abmühen? Sieht nicht so aus. So, auf der anderen Seite der Straße scheint es aber... ganz faustdick zu kommen. Was ist das denn für einer? Ach, das ist auch ein Fergorder. Da sah eben so aus, als hätte er Flügel. Und das wäre ja wieder lustig gewesen. Da ist der eine Fergorder schon einfach so... Au, sag mal, so einfach vor Altersschwäche umgefallen. Und der Bolgan-Schläger. So, kann ich dich da runterschießen? Sag mal, Fergorter-Männchen. Jetzt ist aber auch mal Schluss. So, ich kann nämlich genauso schnell schießen wie du. Denn mein Name ist Robin Hood. Aus der Hood. So, was hast du verloren? Goldmünzen. Siehst du, das ist doch schon mal die richtige Antwort. Du hast auch Goldmünzen verloren. Was hast du verloren? Ein Prismäre-Hammer. Kann ich dir doch gleich sagen, das wird nichts. Damit kannst du mich nicht bestechen. Oh, was ist hier los? Oh nein, nicht diese Eisviecher. Ah, Mist. So, dann ist der schon mal tot. Den hole ich mir so. Das Ding ist auch tot. So, du machst hier bitte auch nichts mehr. So, wo kamen die denn plötzlich her? Das
Das ist ja wohl eine Frechheit. Ein Platin-Talisman und ein Prismere-Helm. Was sie alles immer dabei haben? Wer fackelt denn sowas ab? Das ist doch kein handelsüblicher Kamin. Wie willst du denn damit schießen, wenn das Ding brennt? Ach komm mal, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Siehst du, hätten wir hier eine Glasplatte draufgelegt, dann wären wir jetzt schon am Ziel gewesen. Dann wären wir einfach nur darüber gegangen und dann wäre das alles nicht mehr so schwer gewesen. Glutaugen nehmen wir hier nochmal mit. Da sind noch ein paar Gegner, die können wir nochmal fertig machen. Ja, und wie gesagt, 200 Folgen ist sowohl erstaunlich als auch... Wir werden Tier noch ehren. Bringen wir es zu Ende. Ach, Mist. Nährt den Dreck, Staubling. Halt, ich sehe vor allem nichts. Geh doch mal aus dem Weg hier. Aus dem Weg, habe ich gesagt. Genau. So sieht's aus. So und nicht anders. 1388 Gold. Der hat überhaupt kein Gold verloren. Und wir müssen mal wieder zum Knappen des Stolzes. Ja, gleich wieder zurücklaufen, weil... Warum, weiß keiner. Wieso haben wir eigentlich nicht irgendwie so Boten oder sowas, die dann diese Nachrichten überbringen und dann das Gold einsacken und dann wieder zu uns bringen? Warum müssen wir jetzt nochmal den langen Weg auf uns nehmen, um zurückzulaufen? So, im Moment müssten wir uns in Folge 198 befinden. Ja, vielleicht so gerade am Anfang der Folge 198. Und, ja, was wir hier mittlerweile auch ja in, was sind das jetzt, 74 Stunden oder sowas, die das Let's Play schon läuft, was wir hier schon alles erlebt haben, ist echt Wahnsinn. Was diese Story, Hallo. Hätte ich am Anfang gar nicht gedacht. Wir reden erstmal kurz mit dem Knappen des Stolzes und dann erzähle ich ein bisschen weiter. Ihr seid zurück? Kein Bolgan ist hart genug, um es mit dem Helden aufzunehmen, stimmt's? So ungefähr. Die Bolgan-Meister sind tot. Ah, danke, Sterblicher. Dank euch ist Hochfulgen nun ein wenig sicherer. Und was mit der Kohlen? Na gut, dann bis später. Quest ist gemeistert, aber wir haben nichts davon bekommen. So, ich gehe mal kurz auf die Kärtchen. Hier ist im Moment nichts weiter zu holen, ne? Ich glaube, wir gehen einfach mal hier weiter und gucken mal, was einfach so passiert. Und ja, wie gesagt, wir müssen ja jetzt ungefähr so 74, 75 Stunden gespielt haben insgesamt. Und ich finde das echt erstaunlich, dass das wirklich, dass dieses Spiel auch so viel hergibt und auch nach dieser Zeit immer noch so viel Spaß macht. Und es gab ja mal immer wieder Gerüchte, dass es einen Nachfolger geben könnte, sollte, müsste, würde. Aber offiziell wurde da ja nie was angekündigt, deswegen bin ich mir auch nicht sicher. Aber ich glaube, das wäre eine der Spielewelten, die das wirklich auch hergeben würden. Blutet für mich, Sterblicher! Ach, jetzt sind wir auch noch zu dritt, oder was? Ja, so schnell kommst du mich nicht gegen mich an. Den Berggott. Blutet! Willst du mich jetzt hier nerven, oder was? Moment, wieso habe ich denn jetzt hier gewechselt, die Waffe? Das würde mich ja jetzt ganz... Ja, jetzt machen wir hier... Blutet für mich, Sterblicher! Okay, jetzt ist er angeschlagen, ich bin angeschlagen und das nutzen wir doch gleich mal aus. Sag mal, teleportiere dich doch hier nicht weg. Euer Leben gehört mir! Nee.
bist ja nicht mein Leibeigener. Also umgekehrt, der leibeigenen Besitzer. Dein Leben gehört mir. Was ist das überhaupt für ein Spruch? Mein Leben gehört nur mir selbst. Ich bin eine freie Seele. So. Was sind das hier für Leute? Guten Tag. Kann euch jemand helfen? Ach, das sind ihr beiden. Dass ich Herrn Schier im Auge behalte. Aber zunächst müssen wir beide uns unterhalten. Ich bin nochmal meine Aufzeichnungen über unseren letzten Ausflug nach Alabastra durchgegangen. Und dabei zu einer beunruhigenden Schlussfolgerung gekommen, was euren Tod und Tirnoch betrifft. Und zwar? Wie bin ich denn jetzt gestorben? Genau weiß ich das nicht. Aber es muss irgendeine wahnsinnig mächtige Quelle der Magie gewesen sein. So mächtig, dass der Seelenquell gar nicht anders konnte, als sie wahrzunehmen. Ihr wart auf den Quell in meinem Labor eingestimmt. Und doch war es Yus Quell, der eure Essenz eingefangen hat. Es scheint, als wäre diese Macht in Bale das fehlende Element gewesen. Außerdem glaube ich, dass diese Macht auch die Quelle der Prismea-Kristalle ist. Sie ist irgendetwas Intelligentes und Bösartiges. Sie ist das, was die Tuata Tirnoch nennen. Und was genau ist Tirnoch? Irgendetwas unglaublich Mächtiges. Ich weiß nicht, ob wir für das, was sie ist, überhaupt einen Namen haben. Vermutlich, weil niemand lange genug gelebt hat, um ihr einen zu geben. Aber sie ist kein Gott, sondern etwas weitaus Schlimmeres. Und angesichts des Wachstums dieses Prismea würde ich sagen, dass sie kurz davor steht, endgültig in unsere Welt zu kommen. Alles, was Gadflo getan hat, diente allein dem Ziel, sie hierher zu holen. Und deshalb müsst ihr ihn aufhalten, bevor es zu spät ist. Und wie genau war das beim letzten Mal? Unter gewaltigen Schwierigkeiten. Dabei waren hier damals beileibe nicht so viele Tuata. Und wir haben uns außerdem durch Magie vor ihnen verborgen. Magie, die übrigens ihr besorgt hattet. Ihr habt mir nie erzählt, woher ihr diese faszinierenden kleinen Artefakte hattet. Artefakte? Aber erzähl mir erstmal über Tirnoch. Tirnoch ist kein Gott. Denn kein Gott hat jemals derart unmittelbar über solch gewaltige Magie geboten. Was auch immer sie ist, sie muss unglaublich mächtig sein. Ich kann verstehen, wieso Gadflo sie anbetet. Stellt euch doch nur mal vor, wie es sein muss, über derart gewaltige, reine Magie zu gebieten. Ja, das stelle ich mir eigentlich ganz nett vor. Natürlich nur für die guten Zwecke einsetzbar, aber... So. Ellen, erzähl mal was. Ventrinho besteht darauf, mich zu begleiten. Und warum auch nicht? Irgendjemand sollte ihn im Auge behalten. Niemand weiß, wem seine wahre Treue gilt oder was er tun könnte. Ja, du beobachtest ihn, er beobachtet dich und du sprichst immer noch ganz schön laut. Sehen wir uns denn beim Haus der Rache? Ich wollte mich eigentlich allein dorthin schleichen, aber Ventrinho besteht darauf, mich zu begleiten. Keine Sorge, ich passe schon auf, dass ihm nichts passiert. Das ist aber nett von dir. Okay, dann kommt mit. Das ist ausgesprochen großzügig von euch, aber wir müssen uns trennen, um nicht zu viel Aufmerksamkeit zu erregen. Und mit dem Gnom habe ich schon mehr als genug zu tun. Keine Sorge, wir werden uns schon bald wiedersehen. Ja, das hoffe ich doch, ne? Hast du mir denn noch irgendwas zu erzählen? Nee. Dann, pass auf, dass hier nichts passiert. Und sprich leiser. Wir sehen uns in Alabastra. Oh, das ist... Was haben wir hier? Glutaugen haben wir hier. So, wir gehen einfach mal weiter. Irgendjemand, den Schattenpass entlang. Mal schauen, wo wir landen. Das Ariad-Lager. Hallo, ist hier jemand? Sind hier Truhen? Haha. Leicht? Ne, leicht ist doch... leicht ist doch Bibifax. Tada! Mana-Trank, Stab, Schadensverstärkung. Ach komm. Das ist doch alles Bibifax, damit... Belasten wir unser Dingens gar nicht. Haben wir hier noch irgendwas? Ich sehe da auch ein Ausrufezeichen. Wieso habe ich immer diese Schwierigkeit mit dem Wort Ausrufen? Ein Exclamation Mark. So. Feinkling der Strahlung. Direkt aus ist Fukushima noch zu früh? Darf man da noch keine Scherze machen? Dann sage ich
Na? Russland. Pripyat heißt die Stadt. Tschernobyl. Ha, so. So, 45 Körperschaden. Nein, nehmen wir nicht mit. Brauchen wir nicht. Obwohl, komm, doch, die nehmen wir mit. Die können wir mal verkaufen. Es fiel mir gerade eben nicht Tschernobyl ein. Also, manchmal denkst du dir auch immer nichts Böses mehr, ne? So.